Herzlich willkommen zu den Sims. Ich würde sagen, wir lassen die alle jetzt mal wieder aufstehen. Wir haben genug geschlafen. Oh, dem Kind geht's nicht gut. Oh, Anne, so eine schlechte Mutter, ey. Nee. Sozialkontakt mal wieder. Nicht vorhanden. So, was können wir mit ihm machen? Wenn wir wechseln, ein bisschen spielen, ein bisschen kuscheln. Und dann müsste es eigentlich auch wieder klappen. So, ich habe mir überlegt, da heute ja Samstag ist und das Baby schon wieder quakt, können wir ja was mit den dreien unternehmen. Da werden wir uns sogar, glaube ich, so eine Nanny mal holen für das Kind, damit es zu Hause bleibt. Ist irgendwie noch, weiß ich nicht. Oder wir können es ja auch mitnehmen. Hauptsache, wir lassen das Kind nicht irgendwo stehen und dann vergessen wir es. Ja. Kann ja alles sein, ich weiß es nicht. So, Saskia möchte Meisterköchin. Das glaube ich nicht. Ja, da. Oh, Saskia hat gekocht. Das kann nicht lecker schmecken. Es schmeckt lecker. Kapiere ich jetzt nicht. Anna hat dafür so viel gelernt, damit mal irgendwas Leckeres rauskommt. Saskia gar nichts gelernt. Schmeckt sofort lecker. Ja, gut. Warum auch nicht? So, Teller nehmen, genau. Setz den Doofi mal ab. Den Doofi geht's. Oh, der muss eh gleich wieder auf Toilette. Im Sinne von, macht sich in die Hose. Die er nicht anhat. Nom, nom. So, lass stehen den Teller, ist okay. Nee, brauchst nicht aufräumen. Ach, Quatsch. Dafür haben wir ja unsere tolle Skelettfrau. So, das muss er noch. Max, mit jemandem chatten. Nee, Max geht mal auf Toilette. Dann können wir nämlich auch bald schon losgehen. Ich weiß zwar noch nicht ganz wohin, aber wir können dann erstmal losgehen. Ich gucke mal, ob ein Fest im Moment ist. Ich weiß es nicht. Wo waren das jetzt wieder? Da hinten irgendwie. Zumindestens ist da erstmal Beleuchtung. Ey, diesmal sind doch mal welche. Ja, nach Fest sieht es nicht wirklich aus. Oder? Oder? Nee. Oh je, die Rechnung von muss in einem Tag bezahlt werden. Kriegen wir hin. Locker easy. Also, so viel ist hier noch nicht los. Weiß ich gar nicht. Ist hier eigentlich schon Winterfest? Ja. Naja. Naja. Vielleicht sind die noch im Aufbauen. Ich weiß es nicht. Zumindest waren jetzt schon mal Leute da. GG. Dem Kind geht schon wieder schlecht. Hat eingepullert. Frechheit. Erstmal aus dem Schlaf ziehen. Damit es auch ja die. Ich dachte, die übergibt sich jetzt. Ich dachte, das Skelett ist schwanger. Okay. Warum nicht? So, der Einzige, der noch ein bisschen schlecht geht, ist Anne. Mehr oder weniger. Die müsste sich mal duschen. Was? Anne, duschen? Das geht gar nicht. Und schnell mal auf Toilette gehen. Und dann könnten wir eigentlich auch schon losgehen. Die Frage ist bloß, wohin wir gehen. Weil wenn im Stadtpark nichts los ist, ist natürlich doof. Aber woanders, glaube ich, ist ja gar nichts, oder? Doch, wir waren letztens bei so einem Kinder. Lol. Wie zischt der denn da ab? Das nenne ich mal intensives Eislaufen. Alles klar. Oder wollen wir vielleicht doch hier hingehen? Könnten wir einen Schneeballschlag mal machen? Mal, sonst ist ja nirgendwo Platz dafür. Aber eins wollte ich noch machen. Jetzt finde ich es wahrscheinlich wieder nicht so wirklich. Wo ist es, das hier? Nee. Wo war denn das jetzt? Nicht das Baby, sondern ich wollte es Anne. Ja. Nun finde ich das Gebäude wieder nicht. Das wäre Trebian.
So, was ist das hier? Nee. Ich wollte, dass Anne sich mal ein Tattoo stechen lässt. Ich glaube, hier war es. Genau, tätowieren lassen. Packung bekommen, bitte was. Das wollte ich einfach mal machen. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Und die anderen beiden könnten ja zum Park gehen. Park, 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 Park. Besuchen mit Ex-Freundin. Nein! Max. Und Doofi. Nehmen wir einfach Doofi mit. Mein Gott. Der bleibt denn da irgendwo stehen. Irgendwo hängen. Oh, da fährt die Anne ja schon. Mal gucken, wie das jetzt aussehen wird gleich. Na, geh rein. Tattoo-Tinte wird gemischt. Alles klar. Dann misch mal schneller, bitte. Lieber Badelakenbalken. Badelaken vor allem. Oh. Jetzt können wir uns entscheiden. Am Arm. Rücken, Knöchel, Brust. Vielleicht erstmal auf dem Rücken. Weiter Oberrücken, gesamter Rücken, Unterrücken, Nacken. Oberrücken, oder? Illuminatenzeichen. Vielleicht dieser Schmetterling hier. Mal so viel Auswahl haben wir ja nicht. Oder eine Sonne. Wölfe nicht unbedingt zu. Katze. Ich würde wirklich sagen, den Schmetterling können wir mal hinten klatschen. Können wir den nicht irgendwie. Was ist das? Heranzoomen? Ach so. Das Tattoo, warte mal nicht irgendwie mal ein bisschen. Huch, das geht gar nicht mehr weg. Knöchel vielleicht noch eins? Was könnte man da nehmen? Ach so, sind immer dieselben. Ist ja doof. Man gar nicht. Alles klar. Nein, lassen wir es einfach mal, würde ich sagen. Das erkennt man gar nicht so wirklich. Das ist schade. Warte mal, wie kommen wir jetzt wieder weg? Man erkennt's dich wirklich. Das ist so doof. Man kennt nicht mal die Miezekatze. Vor allem, wie kriegt man das jetzt wieder weg? Alle entfernen. Genau, erstmal alle entfernen. Müssen wir das jetzt so machen. Eins wollte ich eigentlich. Ah. Miez, Miez. Boah, ist voll unscharf. Also, ich lasse mal den Schmetterling, den erkennt man wenigstens noch ein bisschen. Profi-Modus. So, Transparenz. Größe. Ja. Natürlich nicht so groß. Lass das einfach mal so annehmen. Annehmen. Cool. Anna hat ein unscharfes Tattoo. Ja, GG. So, jetzt könnten wir alle auch zum. Oder was gab's noch hier? Bräunung aufsprühen lassen, Tätowieren, Packung bekommen, Salon, Gesichtspflege massieren, massiert werden, Partner werden, Teilzeitjob, Körperbehandlung, Dampfbad, das können wir, glaube ich, so machen. Salzeinreibung. Ach du Scheiße, Alter. Nee, du sollst jetzt keinen Schneemann bauen? Was ist das denn für eine hier? Die sieht auch schon aus wie der Tod höchstpersönlich. So, wo ist der Stadtpark? Da. Winterfest besuchen, genau. Und da möchte ich irgendwie mal eine Schneeballschlacht machen, eine schöne.
Sind Anne und so schon da? Oh, Ne, die kommen noch. der Die sind auf dem dumme Weg. Hot Dog. Fotokabine? Ja, schön, hier ist noch gar keine Fotokabine. Idiot. So, Schneeballschlacht veranstalten. Mit allen zusammen, würde ich sagen. Oh, Samira ist ja auch in der Nähe. Ich hoffe, es geht. Scheinbar. Auf Gegner warten. Cool, es funktioniert. Ah, war Julie. Will Julie vielleicht noch mitmachen? Zum Mitmachen Kampf, genau. Julie kann natürlich auch mitmachen. Oh Gott. Battle. Oh, voll in die Säcke. Vor allem stehen sie alle im Kreis rum, alles klar. Wie bescheuert ist das denn? Oh mein Gott! Wisst ihr, wer hier fehlt? Eindeutig du, Waffi. Nicht. Oh. Oh, das war böse. Die arme Julie. Vollen abbekommen. Saskia auch. Kampf der Titan. Ach, die arme Julie, die tut mir richtig leid gerade. Also treffen wir mal in Säcke. Aber sie haben Spaß zusammen, das ist toll. Sieht zwar total bekloppt aus, aber sie haben Spaß. Aber echt? Bis jetzt kann man noch nicht viel machen auf dem Winterfest. Schade eigentlich. Was ist das denn für ein Schmidtchen-Schleicher hier? Alter, das sieht irgendwie böse aus. Schmidtchen-Schleicher! Ach ja, die haben Spaß. Vor allem, die laden sich die Ladebalken hoch. Warum? Oh, Saskia. Von Schule. Bescheuert. Max hat herausgefunden, wie man klassisch Schneemann baut. Ach, Max macht ja gar nicht mit. Okay, einer müsste sich ja ums Baby kümmern. Oh, wo ist das Baby? Ach, das liegt da im Schnee begraben. Das ist auch nicht schlecht. Wie geil. Stört den Kind aber nicht, ist okay. Wie bescheuert, Alter. Ist ja nicht so, als hätten wir einen Kinderwagen oder so. Na. Haben wir echt keinen scheiß Kinderwagen für Heulen. Ja, liegt's einfach wieder im Schnee. Das ist so fies. Das ist so fies. Wird doch sterben, oder nicht? Oh ja. Wie bescheuert. So, was will Max machen? Roll- und Schlittschuh laufen. Alles klar, ja, warum nicht? Nicht. Das geht aber anders. Also manche Leute können sich überhaupt nicht benehmen. Wie die ersten Menschen ernten einen Apfel im Winter. Ja, nee, ist klar. Limonenbaum kann man den auch ernten, nee, betrachten. Aber was stand da? Doch, Erntegarten pflegen. Wir können es ja erstmal mitnehmen. Mal, wir müssten eigentlich auch mal zum Frühling hin einen Garten anlegen. Bei uns zu Hause. Nach der Hochzeit. Dann haben wir ja erstmal wieder ein bisschen Platz. Alter, was macht denn der? Ist der bekloppt? Steinpilz! So, jetzt bin ich gespannt. Schön in die Äste greifen, da wo gar kein Apfel hängt, aber okay. Oh, das arme Baby, Mann. Wie das nicht aussieht. Ja, lass es da eben da noch ein bisschen liegen. Aber wie viel Grad sind's? Minus 9. Alles gut. Max
Wer quakt denn hier? Ist es dem zu kalt? Nee, der ist müde, der ist müde. Ernten. Na Mann, Max, ernte doch mal schneller. Kriegst du ihn überhaupt hin? Wenn nicht, müssen wir eben nach Hause. Zumindest einer erstmal. Natürlich die Mutter. Geh mal da weg. Oh Gott, die arme Julie. Und ständig gekillt. So, Doofi. Ah. Nee, nimm Doofi mit jetzt hier. Nimm mal den scheiß Doofi mit. Doofi hochnehmen. Dem ist sicherlich schon etwas frisch geworden. So leicht. Oh, Julie geht auch schon. Oh. So, jetzt gehen wir mit dem Kind nach Hause, würde ich sagen. Wir haben da eigentlich einen Kinderwagen mal gehabt. Wer weiß, wo der schon wieder abgeblieben ist. Julie! Ja, nicht mal Schüsse oder so. Ach. Max pflückt noch seine Äpfel. Die dann nicht mal wirklich mehr hängen. Das sind jetzt... Ach nee, sind ja Limonen. Vor allem, wo ist der Apfelbaum hin? Hauptsache, er pflückt die... Hä? Was macht der da? Ach, der erntet gleich alles ab, oder was? Nee, der soll nicht alles ernten. Weg damit. LOL! Wir protestieren auf allen Vieren, denn wir wissen, Lehrer sind beschissen. Alles klar, warum streiken die hier? Und Jeff Killer war da vorne weg. Nee, da soll man nicht auf... Nicht bei der Schneeballschlacht. Können wir hier mit protestieren? Ich meine mal, warum nicht, wa? Hä? Arschbegrüßen, bla bla bla. Wieso darf ich nicht mit protestieren? Ich weiß zwar nicht für was, aber... Bei Protest mitmachen, genau. Warum auch immer. Guck mal, die Schäle, vielleicht erkennt man es ja. Ja, sie sind wohl gegen Astronauten anscheinend. Alter, was ist denn hier los? Max weiß ja nicht, für was er protestiert, aber Hauptsache, er macht mit. Ja, nee, ist klar. Vor allem, was soll das bringen am Ende? So, und dann erstmal Politikkarriere starten. Namen ändern, warum nicht? Naja, lassen wir Max ein bisschen den Spaß. Oh Mann, dem Kind geht schon wieder schlecht. Beziehungsweise immer noch. Aber er schläft erstmal die Windeln sind nass. Das können wir nicht so gelten lassen. Wo ist eine? Da ist sie. Alter, wie sie sich schon stampft, diese doofe Kinder. Das reicht langsam hier. Und was habe ich da angerichtet? Womit habe ich das verdient? So, Saskia ist... Saskia. Macht immer noch eine Schneeballschlacht. Zu zweit. Naja, warum nicht? Schreien sich gegenseitig... Wie heißt der? Schüttel... So, Max. Warte, der Protest ist zu Ende. Und erstmal vor... Und alle bauen jetzt einen Schneemann. Warum nicht? Ich weiß, warum sie einen Schneemann bauen. Die bauen einen Schneemann und stecken denn ihr, ihr Streikschild als Arm dahin, so am Schneemann da, damit die dann weiter streiken, wenn die nach Hause gehen. Ja, das ist die Logik. Ach, komm, Max, hier nach Hause. Du bist doch ähnlich, wie man einen Schneemann baut. Alle anderen sind schon wieder fertig. Tatsache. Alle anderen sind fertig und... Max, nee, lass einfach sein. Lass einfach stecken. Er lacht sich. Ja, ich bin so blöd. So, Saskia könnte auch nach Hause kommen. Hatten zumindest alle ein bisschen Spaß? Ja. Ja. Ja, alle haben so Spaß gehabt. Nur Doofi nicht so wirklich. Ach, Doofi hat sowieso keinen Spaß.
Wieso haben Kinder keinen Spaß? Das macht mir jetzt leicht Angst. Vielleicht ist es ja auch ein Evil Children. So, Doofy geht's aber wieder gut. Doofy schläft, das ist toll. Das magst du.